Ach scheiße, ich habe ein Foto nur gemacht, Moment. Nochmal von vorn, oder? Ja, nochmal von vorn. Hast du jetzt wieder ein Foto gemacht? Nee, diesmal nicht. Okay. Diesmal habe ich gar nichts gemacht. So, ja. Passt das jetzt eigentlich so alles? Auch Lautstärke technisch? Ja, kann man so lassen. Kann man so lassen. Okay, dann lassen wir das. Tschüss, ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Nein. Wir machen hier tatsächlich weiter. Late vs. Ace Attorney. Übrigens, wir wollen mal auf einen ganz schnell auf einen Umstand ansprechen, der jetzt YouTube so verfolgt. Und zwar ein Thema, ich war was... Umstandsmode. Ja. Was? Umstandsmode? Ja, genau, damit haben wir ja schon gerade was... Das ist ein tolles Stichwort, weil YouTube hat gerade momentan ein Problem, welches mich auch sehr persönlich anspricht. Schleichwerbung. Und da ich ja nun wirklich viel Werbung in meinen Let's Plays habe, die alle unbezahlt ist. Also... Munkelt man. Nein, ist so. Wirklich, ich würde dafür sogar meine Hand ins Feuer legen und das Feuer würde gewinnen. Nein, also einfach weil es Spaß macht, so Sachen... bei manchen Sachen, also bei Köstritzer Schwarzbier und beim Internet und bei Hunden und also kleinen Hündchen und sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wer die kleinen Hündchen waren. Aber irgendwas, also auf jeden Fall, das hatte alles einen Hintergrund mit Mario Hassert als Sprecher. Ja. Ich finde das doof, wir sollten das lassen. Das ist viel zu ernst, das Thema. Ja. Ja, mach mal eine neue Aufnahme. Lassen wir's. Ja, wir sollten das lassen. Das müssen wir diesen blöden Witz nochmal bringen. Ja, wir recyceln Witze. Nein. Soll ich die Aufnahme nochmal neu starten? Nö, das lassen wir jetzt so drin. Ja, ist egal. Gut. Dann machen wir lieber weiter mit dem Spiel. Ich glaube, darum ging es ja eigentlich hier. Ja, sind wir jetzt in der Aufnahme oder nicht? Wir sind in der Aufnahme oder bist du in deiner nicht? Nö. Hast du deine wieder ausgemacht? Nein, Quatsch. Oh. Ich bin so froh, dass du diese blöde Palme nicht mehr hast. Oh, ja, aber dafür weißt du, wie du da so ausgesehen hast, wie die Inselbewohner aus Mario Sunshine? Oh, cool. Hätte mir nur noch so dieser Hula-Rock gefehlt. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht sogar anhattest. Ja. Aber nein, wo denke ich hin? Du hast ja gewöhnlich eigentlich untenrum gar nichts an. Genau. Du kennst mich einfach. Ja, ich war ja schon live dabei. Schon zweimal. Ja. Ich bin schon zweimal gekommen, ja. Nee. Einmal bist du gekommen und einmal bin ich gekommen. Stimmt. Bist du nicht zweimal gekommen? Ich bin mehrmals gekommen, aber ich glaube Layton nur einmal. Kann sein. Ja, doch, stimmt. Also, ich weiß, wir haben auch mal bei dir gesessen da an diesem etwas älteren Fernseher, damit wir Mega Man 10 ohne Input-Lag spielen konnten. Und da stimmt, bei meinen Eltern im Keller stand der damals. Ja, richtig. Ja. Oh, neben einigem Krafttrainings-Equipment. Richtig. Ja. Machen wir lieber mal weiter. Ach übrigens, genau. Und für alle, die Krafttraining mögen, hier mein neuer Milchshake. Von Kraft. Von Kraft. Mit extra viel Ketchup drin. Das ist schön, ja, Vorsicht. Wieder. Vorsicht, wir sollten... Was? Ja, ich merke schon. Wir sollten aufpassen, nicht, dass das... Schleichwerbung ist am Ende. Ja, ich habe schon die Definition nachgeguckt. Wie ist denn das, wenn man einfach nur aus humoristischen Gründen irgendwas in die Kamera hält oder einen Sound abspielt wie... Köstritzer Schwarzbier. Ich sollte das unterlassen in solch schwierigen Zeiten. Ja, die Zeiten sind schwierig. Ja, okay, machen wir mal lieber weiter. Ich schaff's nur noch mit Köstritzer Schwarzbier zu. Wir damit denn das auf. Hilft wirklich in jedem Lebenslagen. Ich darf echt nur noch für eine Sache Werbung machen und das ist Orba. Weil das nicht verkauft wird. Noch nicht. Verhandlungen laufen aber schon. Nein! Und tun zwar mit Kraft. Nee, mit Laborchef Dr. Clank. In der Tat.
Naja, jedenfalls gingen wir wieder zum Gericht, um diese Urheberrechtsklage vom Tisch zu wischen. Nein. Ich krieg doch irgendwann rechtliche Probleme, nur weil ich aus Jux und Dollerei so einen Scheiß mache. Ja, und dann fliehst du aus dem Gericht. Aber wir gingen wieder zum Gericht, aus dem wir gestern noch flohen. Dieses Mal mussten wir jedoch hineinschleichen. Wir haben auf dem Weg ins Gericht zufällig Frau Erlington getroffen, die immer noch in ihrer Zelle saß, weil sie auch Schleichwerbung gemacht hat. Dank Frau Erlingtons Hilfe gelangten wir in den Gerichtssaal und konnten uns die Feuergrube genauer ansehen. Diesmal hast du gewonnen, Feuergrube! Ah. Auf dieser Feuergrube, die ist übrigens von Weber, da wird gegrillt und, nein. Nein, hör auf, lass bitte. Das jetzt. Nein, wir können das nicht. Wir müssen ein großes Geheimnis lüften. Machen wir uns an die Arbeit. Wer hat die Feuergrube wirklich hergestellt? Auf jeden Fall nein. Geschafft. Oh nein. Oh, ich hab richtig Angst. Keine Sorge. Und vor allem, ich verdiene ja nicht mal was dran. Wenn ich was dran verdienen würde, dann wäre mir das ein bisschen egaler. Ich sollte auch mal irgendwelche zwielichtigen Sponsorenverträge abschließen oder sowas. Aber mich will ja keiner. Da rein? Ja, wenn da nichts weiter ist. Im Gerichtssaal wollen wir, ja, der ist ja da. Ach, der ist da. Oh, da ist die Feuergrube. Und so stehen wir wieder hier. Oh, Luke. Keine Sorge. Ich schubs dich schon nicht rein. Es ist diesmal anders, Luke. Letztes Mal gab es nichts als Verzweiflung. Diesmal ist da ein Funken Hoffnung. Sieh mal, dieser Funke da. Aua! Okay, du hast gewonnen. Sie haben recht. Lasst uns versuchen, einige Hinweise zu finden, solange niemand in dieser Vorrichtung gefangen ist. Sophie hat auch recht. Alle haben recht. Außer mir. Lasst uns dem endlich auf den Grund gehen. Du hast recht, Luke. Was? Ja! Ja, fangen wir an. Moment, wer ist An? Und warum sollen wir ihn oder sie fangen? An ist eine Katze. Fangen wir sie! Essen wir sie. Warum will ich immer Katzen essen? Naja, Du bist. Ja? Ach nee, nein. Ich bin. Oh. Entschuldigung, ich habe gerade Luke statt Phoenix gelesen. Oder ich habe Lukes Finger gesehen und gedacht, er sagt was. Ja. Wie wäre es, wenn wir zuerst die Zone um den Käfig herum untersuchen? Die Cage Zone von Sonic. Gibt's die? Nee, gibt's nicht. Okay, die Zone um den Käfig herum. Die da? Nö. Ich will lieber das da untersuchen. Und ich höre Sounds im Übrigen wieder, ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. Ja, das ist nicht toll. Hast du recht. Wir haben wahrscheinlich jetzt weniger Hinweismünzen, als wir gehabt hätten, hätten wir unseren alten Spielstand noch gehabt. Naja, wenn die nicht alles offen. Eben. Und dann am Ende, nein, wir brauchen jetzt nur noch eine Hinweismünze für das letzte Rätsel und wir haben keine mehr. Dann simulieren wir diese Hinweismünze in Form eines Internet-Walkthroughs. Oh! Ein Rätsel. Wie nennt man das, wenn jemand innerhalb des Rätsels ganz böse beleidigt wird? Ist das dann ein Schmäzel? Ah, ich weiß nur, wenn jemand etwas auf einem Grill brät, ich sag nicht von wem, dann ist es ein Schnitzel. Oder stell dir mal vor, so ein gebogenes Gebäck, das so in Lauge eingelegt wurde. Ja. Ich sag Schnitzel. Nicht, wie es heißt. Hey. Ein Ritter hat diesen Hebel umgelegt. Dabei hat er ihm doch gar nichts getan. Doch, er schuldete ihm was. Oh. Ja, nee, das war ein Auftragsumleger.
Ich mag diesen Hebel nicht. Leg ihn um. Ja, auf jeden Fall, soweit ich mich erinnern kann, hat er einen Ritter den umgelegt. Ein Auftragsritter. Ein Auftragsritter. Ah, hoffentlich macht er keinen Sport. Ich hab nichts gesagt. Ja, darauf jetzt erstmal eine Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Ich werde nicht aufhören, denn ich krieg ja nichts dafür. Also dürfte ich mich eigentlich nicht fürchten müssen. Ja. Ja. Ich hoffe, die schnüffeln auch bei mir jetzt mal irgendwann, weil ich immer sage, ich krieg nichts dafür, damit ich das auch beweisen kann. Damit du endlich mal sagen kannst, gib mir endlich was dafür. Genau. Vielleicht sollten wir etwas daran ziehen. Warum gucke ich immer auf die Gesichtsausdrücke und denke mir dann, der wird das schon sagen? Ich sollte lieber auf die Textbox gucken. So können wir sehen, ob sich irgendetwas verändert oder bewegt. Das ist wie bei Sie Layton, haben recht, diese... Sophie. Entschuldigung. Das ist wie bei Layton, nicht bei Layton, bei Dr. Kawashima, dieses Spiel, wo man wo eine Farbe dasteht, aber du musst den Namen sagen, der Farbe, in der die Schrift ist. Oh Gott, ach das. Das fand ich so schwer immer. Ich habe einfach immer gesagt, grün, grün, grün. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche im Übrigen, deswegen. Oh. Nee, habe ich nicht. Oh. Was heißt hier, oh? Gute Idee, Sophie, lass es uns versuchen. Erst hatte ich Mitleid mit dir und dann irgendwie war ich traurig, dass du kein Mitleid mit mir haben kannst. Ja. Er lässt sich nicht bewegen. Luke, soll ich es versuchen? Es ist nicht so. Er steckt auf halbem Weg immer fest. Diesmal hast du gewonnen, Hebel. Er steckt auf halbem Weg fest? Dann zieh ihn doch bis ganz durch. Einfach mal einen durchziehen. Dann sollten wir einfach mal einen durchziehen, ja. Und jetzt noch ein bisschen Reggae-Musik dazu einspielen, habe ich gerade nicht, schade. Kannst du nachträglich einfügen. Vielleicht lässt er sich nicht bewegen, wenn niemand im Käfig ist. Was? Luke! Diesmal hast du gewonnen, Feuergrube! Das wäre möglich. Der Luke denkt schon so, bitte nicht mich. Ich glaube, der Professor hat mich gerade gerufen. Der Professor ist tot. Nee, der ist golden. Stecken wir den Professor da rein, dann wird er eingeschmolzen. Stimmt. Oh, da könnte man Barren aus ihm machen. So, wer wäre so verrückt, freiwillig das, in den... Das tat ich mir immer schwer in der Schule. Am Barren? Am Goldbarren? Ja, immer abgerutscht, weil der so glatt war. Oh, das wäre mal wirklich cool, jemanden einen Goldbarren schenken und dann ist das so ein Tongerät vergoldet. Gibt's bestimmt irgendwo. Ja. Dubai. Ja, das war klar. Die todesmutige Sophie musste sich ja freiwillig melden. Ich gehe hinein, Phoenix. Ich lasse dich keinesfalls in den Käfig klettern. Wir haben versucht, dich aus dem Käfig herauszubekommen. Aber ich will da rein. Ich war in dem Käfig und ich dachte mir... Endlich. Nein, aber... Oh, warte mal. Moment, jetzt muss ich erstmal selber gucken. Hast du da eine Liste kleben, wo die ist? Ja. Aber ich will nicht weg. Naja, ich hab doch mein Soundboard. Ich kann das Ganze hier auch mal... Ach nee, ich Aber du schaust zu sehr nach oben, als wäre es an der Decke oder so. Nee, Moment. Ich kann es nicht mal hier einfügen. Man sieht es hier nicht mal. Aber weil mein Monitor ist einfach so groß. Luxusproblem. Das ist ja kein Problem, finde ich jetzt persönlich. Das ist so... Nee. Ach, warte mal.
Siehst du das? Das ist so, als würde ich jetzt. Was? Ich sehe nichts, nee. Nee, okay. Das ist so, als würde ich jetzt die ganze Zeit so schauen. Das ist wie? Ich sehe das noch nicht. Du hast wenigstens den Luxus, dass du alles von mir jetzt sehen kannst. Das ja, ist so ich gemein. Sehe alles. So. Okay, auch die, ja. Die ich gar nicht sehen will, zum Beispiel die Palme letztes Mal. Ja. Käfig. Ich mache es zugegeben. Ich bin kein Freund von solchen Höhen. Ich mache es zugegeben. Ich bin kein Freund von solchen Höhen. Aber du warst doch im Flugzeug. Da hat er doch, glaube ich, auch Angst gehabt. Kann sein. Hinter der ganzen Sache steckt allerdings ein Trick. Ich glaube, ich habe nichts zu befürchten. Herr Reich, ich mache es. Nein, wir machen es alle drei zusammen. Und da kann doch keiner mehr den Hebel bedienen. Ja. Herr Ritter! Bitte legen Sie nochmal den Hebel um. Aber der ist doch schon tot. Das war ja auch schon vorher. Gar nicht wahr, ich lebe noch. Holt mal jemand einen Arzt. Der Typ will mich umlegen und jetzt kommt... Ja, genau. Daran dachte ich auch. Oh Mann, ey. Dieser Witz kehrt auch immer wieder zurück. Der ist auch gut. Ja. Okay, ja, Mr. Wright. Was denn, Luke? Ich klettere hinein. Lassen Sie mich in den Käfig steigen und es versuchen, bitte. Alle wollen sterben. Luke, warum bewegt sie sich und er sagt was? Was ist denn heute los? Ja. Mit dir? Ja, was ist heute los mit mir? Luke. Oh, das bin ja ich. Sophie, Mr. Wright. Es ist, wie Herr Wright gesagt hat. Hinter diesem Apparat steckt ein Trick. Ich denke das ebenfalls und ich glaube an Herrn Wright. Ja, aber du solltest dich wirklich nicht in Gefahr bringen. Du solltest dich wirklich nicht auf mich verlassen. Das ist kein Problem für Spitzenlehrlinge und Gentlemen in Ausbildung Luke Triton. Ah, warte mal. Geht das, wenn ich das so verschiebe? Damit ich wenigstens mal so in Richtung Kamera gucke. Ah, hübsch. Hinter dieser Feuergruppe steckt mehr, als man auf den ersten Blick sehen kann. Und es liegt an uns, das aufzudecken. Hinter dieser Feuergrube steckt mehr? Lava! Und ein Hebel. Die Parade wird bald beginnen. Beeilen Sie sich, Herr Wright. Na gut, aber versprich mir, dass du beim ersten Anzeichen von Gefahr aus dem Käfig kommst. In Ordnung? Ich verspreche es. Wann kommt das Rätsel? Alles klar, Luke. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit, Mr. Krabs. Right. Mr. Krabs, right? Ich bin bereit. Weißt du, wegen Phoenix. Ja. Phoenix Brüller. Bereit. Phoenix bereit. Luke, sei vorsichtig. Keine Sorge, Sophie. Denk daran, was Frau Erlington gesagt hat. Warte mal, was hat denn Frau Erlington gesagt? Frau Erlington hat gesagt... Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie... Ah! Oh, das ist auch schön. Du musst das jetzt... sprichst du das jetzt in ihrer Stimme, weil das ein Zitat von ihr ist? Ja. Eventuell. Ja, auf jeden Fall ist das immer noch dein Text. Ich dachte, da kommt noch irgendwas bei dir. Nö, erstmal noch nicht. Okay. Es ist unmöglich, Tote zum Leben zu erwecken. Das heißt, diese ganze Sache hier ist nicht wahr. Nichts ist unmöglich. Ja.
Das kam auf jeden Fall noch. Oh, ich hab doch noch was. Warte mal, ist das jetzt auch die Kombination, die ich haben will? Mal gucken. Nichts ist unmöglich. Ah, Mist, klappt doch nicht. So, das sollte eigentlich früher kommen. Okay, machen wir mal hier weiter. Wir haben schon immerhin... Wir haben immerhin schon über 20 Minuten. Oh. Und sind schon ganze 8 Textboxen weitergekommen. Ja, du hast recht. In Ordnung, versuchen wir es. Sobald sie bright sind, Herr Bright, zögern Sie nicht, ziehen Sie einfach den Hebel. Nein. Das ist nicht das Problem. Der Hebel... Er sieht so aus, als wäre es in Wirklichkeit ein Rätsel, wenn du das glauben kannst. Was? Das kann doch nicht wahr sein.